Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei The Infected. Wir machen an der Stelle weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Draußen liegt Schnee. Wir sind im Dezember, in Tag 30 um 12:31 Uhr. Und genau, das ist mittags. Genau. So, wir haben ja hier noch ein bisschen rumgefummelt in der letzten Folge, ein bisschen was umgestellt. Das Feuer, das steht jetzt draußen. Hier haben wir unsere Bleibarren und unsere Aluminiumbarren. Da haben wir vier Stück. Warte mal, sind das Alu? Ne, das ist Eisen gewesen. Aluminiumbarren haben wir hier. Ich meine aber, wir haben noch ein paar mehr Aluminiumbarren gehabt, ne? Haben wir die hier draußen? Ja. Guck mal, wir haben vier Stück. Dann machen wir uns auf jeden Fall erstmal die große Flasche. Und können somit mehr Flüssigkeit mitnehmen, mehr Wasser. So, für die Flasche brauchen wir vier. Da habe ich gerade schon geschaut. Und jetzt haben wir dann quasi noch zwei drüber, ne? Hier ist noch einer drin. Den werden wir auch gleich mal umlagern, damit das aufgeräumt ist, damit sich nicht überall ein bisschen was rumsiedelt, sondern alles an geordnet an Ort und Stelle so ein bisschen ist. Genau. So. Das hätten wir. Da können wir uns schon mal das Fläschchen machen. Ich glaube an der Werkbank, beziehungsweise die Flasche. Das Fläschchen haben wir ja jetzt. Ne, warte mal, drei brauchen wir, hä? Da können wir uns ja sogar zwei machen, Leute. Guck mal hier. Ja, komm, aber wir machen erstmal eins. Vielleicht brauchen wir für was anderes noch. Eventuell. Guck mal, hier können wir jetzt 200 Einheiten reinmachen. Das ist schon mal gut. Und da schauen wir mal, ob wir im Feuer noch was drin haben. Ansonsten müssen wir uns ja Neues abkochen. Hier muss noch eine Treppe hin. Den Bereich hier, den haben wir uns ja in der letzten Folge auch noch fertig gemacht. Die Geländer und die beiden Decken hier. Plus die Pfähle. Ne? Aber mir fällt gerade auf, das ist halt gar nicht so, wie es eigentlich sein soll. Ich überlege sowieso, ob wir hier nochmal zwei Dächer drüber machen. Ne? Weil ich denke mal, ja, hier ist gar nichts drin. Das heißt, wir müssen uns erstmal was abkochen. Aber da wir ja jetzt das große Fläschchen haben, können wir uns ja hier gleich erstmal was rausnehmen. 200. Und dann haben wir hier den Eimer gleich mal voll. So, hier ist aber sicherlich, hier ist auch keine Kohle drin. Wir können ja ein paar Fasern hier reinmachen, oder? Genau. Dann zünden wir das schon mal an und das Wasser kann schon mal abkochen. Ja, Leute, ich überlege, ob ich hier noch zwei Decken drüber mache, ne? Weil das gefällt mir hier mit den Pfählen so nicht so richtig. Aber warum? Guck mal, hier ist es ja auch richtig. Hier in der Mitte ist es richtig, aber hier haut es nicht hin, ne? Kann ich das Teil noch versetzen? Nee. Der ist auch eins weiter vorne. Na komm, dann machen wir das nochmal neu. Dann machen wir den nochmal weg. Ja, den können wir nur löschen, ne? Das ist schade. Gut, aber das kriegen wir wieder. Die Scheite. Oder ein Scheit zumindest. So. Ja, würde ich mal sagen, dann machen wir die Blaupause auf jeden Fall erstmal hin. Wie war das jetzt? Bauen, sonstiges, ne? Genau, hier ist die Holzsäule. Und wir brauchen zwei Scheite, war klar. So muss das, ne? Gut, dann können wir das auch erstmal so lassen. Dann ist das ja okay, ne? So, ein Scheit haben wir schon mal. Müssen wir uns gleich noch einen holen. Zack. So, dann können wir hier gleich mal die Treppe anzeichnen.
Die Treppe, die Treppe. Holzrampe. Holzrampe. Nehmen wir die. Genau. So, dafür brauchen wir 4 Bretter und auch 3 Scheiter, ne? Hier haben wir ja noch Scheiter, das ist gut. Und Bretter haben wir auch noch da. Wie viele Bretter brauchen wir? 4? Ich glaube 4, ne? 1, 2, 3, 4. Und hier nehmen wir auf jeden Fall 3 erstmal mit. Einer kommt ja noch bei der Säule ran. Gut, wir machen doch erstmal 2 hier rein. Ach komm, wir machen das erstmal fertig hier. Genau, ist ja schon. Dann brauchen wir nur noch einen für die Säule. Dann ist das erledigt. Ist das jetzt doch in der Nacht oder was? Ha. Sieht so aus. Ich weiß auch nicht, irgendwie komme ich mit dem AM und PM nicht richtig klar, ne? Na gut, das Wasser müsste ja fertig sein. Jawohl. Können wir das gleich mal hier reinfüllen? Oder? Ja, doch, komm. Wir tun es. So, und dann reicht uns das ja auch erstmal. Gleich mal was trinken hier. Wunderbar. Gut, Essen haben wir erstmal genug. Ne? Da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen zu machen. Wir haben ja hier, warte mal, wo ist unser Trockengestell? Ach, das ist draußen, ne? War da nicht noch was dran? Aber ich glaube, das mussten wir abnehmen, weil wir sonst das hätten nicht verstellen können, ne? Getrocknetes Fleisch. Das ist 1,29 haltbar. Und das hier ist 18 Stunden haltbar, ne? Glaube ich. So. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Gibt auf jeden Fall jede Menge Proteine. So. Tja, wir könnten uns dann auch ein bisschen hinlegen. Ich würde aber erst nochmal mit dem kleinen Flash hier ein bisschen Wasser hier rausholen. Wir können uns auch noch ein zweites Feuer machen, ne? Das habe ich schon eine Weile überlegt. Könnten wir auf jeden Fall machen. Ja gut, da ist auch nicht mehr drin. Dann haben wir jetzt 120 nochmal. Aber das ist schon mal gut. So. Würde ich fast sagen, dass wir uns erstmal hinlegen. Dann haben wir den Bereich jetzt hier auch fertig. Wir stellen uns dann hier noch ein paar Beete hin. Hier können wir uns vielleicht auch noch 2 hinstellen, ne? Hier müsst ihr Saat hinzufügen. Haben wir hier nichts reingemacht? Scheinbar nicht. Gut, dann müssen wir das nachholen. Hier ist unnötig mehr drin, ne? Naja. Gut. Dann holen wir uns erstmal ein bisschen Saat. So, hier kommt ein bisschen Wassermelone. Ja, komm, wir nehmen alles mit, den Rest räumen wir wieder zurück. Zwiebel und Kartoffel werden wir auch ein bisschen anpflanzen. Und wir gehen erstmal pennen. Das reicht. Ja, schon fast wieder Mittag, ne? Haben wir lange gepennt. Aber das muss ja auch mal sein. So, hier. Melone. Gurke. Mais. Machen wir hier Zwiebel.
Wassermelone haben wir jetzt gar nicht am Start, ne? Gurke? Nee. Aber egal, ist jetzt nicht schlimm. So, hier haben wir jetzt Kartoffel drin. Hier werden wir nochmal Zwiebel reinmachen. So, dann stellen wir uns am besten gleich nochmal ein paar neue Beete auf. Ja, wir brauchen ein bisschen Feuerholz auch, ne? Wir brauchen ein bisschen Feuerholz. So. Und wir werden uns auf jeden Fall, das könnten wir vielleicht auch so ein bisschen mehr jetzt zum Anfang noch machen. Ich will mir auch noch den Schmiedeofen aufstellen, ne? Frage ist bloß, wie der hier am besten hinpasst, ne? Ich würde mal sagen, wir verstellen das Feuer erstmal. Mit N. Das stellen wir hier ein bisschen mehr ans Geländer ran. Ich glaube, das gefällt mir dann besser. So, hier. Gut, und dann können wir uns ja gleich mal den Schmiedeofen anzeichnen, ne? Wir haben den ja freigeschalten in einer der letzten Folgen. Bauen. Platzierbares, ne? Bei Bergbinke ist ja nicht dabei. Bei Sonstiges, glaube ich. Ja, hier. Die Backsteinschmiede. Ja, ist gar nicht so groß, ne? Das. Aber der passt hier nicht hin, ne? Nee, da muss ich das Trockengestell wahrscheinlich nochmal. Ja, so sollte das auf jeden Fall besser sein. Was brauchen wir denn dafür überhaupt? Trocken. Alter, was? Ach du je, wir brauchen trockene Ziegel, ne? Ja, das können wir wohl dann erstmal vergessen. Trockene Ziegel. Wo kriege ich trockene Ziegel her, Leute? Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt komme ich ein bisschen in Schwitzen gerade. Entsteht, wenn feuchte Ziegel in den Ziegeltrocknungskasten gelegt werden. Informationen zur Herstellung von feuchten Ziegeln findest du in der Gegenstadt Pelia. So, wo sind denn jetzt die feuchten Ziegel? Ölschiefer? Hier, feuchter Ziegel. Lehm und Sand an der Werkbank hergestellt. Lege sie in den Ziegeltrocknungskasten, damit sie trocknen können. Wenn es regnet, wird die Trocknung unterbrochen. Hm. Lehm und Sand. Kann vom Spieler oder an der Werkbank hergestellt werden. Kleiner Stein mal zwei. Oh, das ist teuer, ne? Das ist teuer. Einmal Sand und einmal Lehm. Gut, dann wird es wohl Zeit, dass wir uns erstmal an den Lehmextrahierer machen. Und zwar ist der hier. Da brauchen wir 18 Eisenbahnen wieder, 8 Bretter, 8 Nägel und 20 Schrauben. Ja gut, das wird kein Problem sein, aber da wissen wir, was wir erstmal zu tun haben. Ich hätte das natürlich am liebsten gleich mit der Schmiede gemacht halt, aber das wird dann wohl nix. Ja, den könnten wir eigentlich hier hinbauen, ne? Ich würde sagen, den bauen wir hier irgendwo hin. Ja, hier nicht gerade, aber vielleicht. Ja, den können wir so ein bisschen hinters Haus bauen, ne?
Ja, guck mal, so könnte das doch gehen, ne? Kommen wir dann an den Kasten ran? Na gut, das ist ein bisschen tricky, aber das geht. Ich denke mal, wir kommen hier auch von der Seite ran. So, gut. Nägel, Bretter und Schrauben könnten wir ja gleich mal reinmachen, ne? Aber ich glaube, das ist sinnvoller, wenn wir erstmal ein bisschen Eisen machen, ne? Das ist, glaube ich, deutlich sinnvoller. Den Ofen an. Den genauso. Und dann brauchen wir natürlich reichlich Steine. Da werden wir uns auf jeden Fall den Felsen wieder runter machen. Und wir könnten uns dann. Gut, wir holen uns erstmal Steine. Das ist erstmal wichtig. Und dann gucken wir, dass wir halt mit den Sachen weitermachen, wie die Beete zum Beispiel. Den ernten wir auch gleich noch. So, aber wir machen jetzt erstmal den rechten Ofen voll. Dann hat ja auch keinen Sinn, wenn die Öfen brennen. Und da brutzelt gerade nichts, ne? Das ist ja wenig sinnvoll. Komm, der kann auch noch mit rein hier. Zack. Dann ist wenigstens schon mal ein Ofen voll. Und die Stöcke, die kommen gleich in Stockständer. So, jetzt muss ich mal schauen. Der war voll, ne? Gut. So. Wunderbar. Dann können wir uns erstmal auf den Weg machen, um Steine zu holen. Da sollten wir uns aber vielleicht eine Kiste mitnehmen, ne? Na gut, wenn dann eher die Kiste hier. Wir können ja das von der Kiste mit in die andere Kiste machen. Genauso wie den Aluminiumbaum, den wir drüber haben. Kümmern wir uns nachher noch vielleicht drum. Uno Momento, das haben wir gleich. So, der kommt hier noch mit hin. Na? Können die Samen, die können eigentlich rein in die Kiste wieder. Die müssen ja hier nicht sinnlos rumgammeln. So, Schrauben haben wir hier. Die können wir einmal teilen. Können wir gleich mal die 20 mitnehmen. Und 8 Nägel, ne? Glaube 8 Nägel. Was ist jetzt? Das Holzfundament ist auch irgendwie. Er scheint mir so, als wenn das auch so verschleißt, ne? Ohne dass da irgendjemand drauf rumkloppt oder was. Gut. Müssen wir im Auge behalten. Hat jetzt aber nicht die oberste Priorität. Wir trinken erstmal was. Haben ja genug da erstmal. So, und dann haben wir die Kiste hier leer, ne? Genau. Nehmen wir die mit. Und dann können wir ein paar Steine holen. Da sollte ich mir aber die Spitzhacke einstecken, ne? Ganz wichtig, die liegt hier. So. Na, der Bogen hat eh nur noch einen Punkt, ne?
Das ist irgendwie gerade sowas von sinnlos. Gut, lassen wir den Hammer hier und nehmen die Spitzhacke mit. Hier waren keine Steine mehr drin, ne? Ist jetzt auch egal, in der Zeit hätten wir schon einen Felsen gehabt. Gut. Auf geht's. Holen wir uns ein paar Steine für die Eisenproduktion, für Sand und so weiter und so fort. Ja, ich will nicht gleich hier vorne die wegholen, ne? Weil das hat ja schon ganz schön abgenommen hier. Ein paar haben wir ja schon Pläne gemacht, ein paar Felsen, aber gut, wir haben ja später das Auto. Da können wir uns ja wahrscheinlich auch ein bisschen leichter von weiter weg die Steine holen. Müssen wir dann mal schauen. Ja, die macht auch nicht mehr sehr lange, ne? Aber ein paar Steine können wir erstmal mitnehmen. Ich denke mal, für eine Tour wird es reichen. Und die Sämereien habe ich auch nicht weggelegt. Aber es geht ja auch so. Das ist ja nur nicht das Schwerste und die Schrauben und die Nägel habe ich auch nicht verbaut. Ja. So ist das, ne? Zu viel im Kopf. Was gemacht werden muss. Dann geht da einiges unter. Ja, ich habe mir das so leicht vorgestellt, ne? Mit der Schmiede, mit der Steinschmiede, Backsteinschmiede, wie auch immer. Aber gut, da brauchen wir erstmal ein bisschen Stuff dafür. Das geht nicht so leicht. Eins nach dem anderen, ne? Alles wird gut. Schritt für Schritt, Step by Step. So, aber dann nehmen wir erstmal reichlich mit. Holen wir uns den noch. Und dann ist die Spitzhacke auch im Grunde genommen fertig. Na. Gut, packen wir noch das rein in die Kiste, was reingeht, und dann gehen wir heben, ne? Ich glaube, mit der Spitzhacke können wir eh nicht mehr anfangen. Gut, das war's. Und wir sind immer noch langsam, naja, weil wir keine Vitamine haben, ne? Aber ich glaube, wir haben auch gerade nichts an Gemüse am Start. Na gut. Ja, es sollte wieder ein bisschen besser gehen. Wir gehen mal ein bisschen schneller, wo der Weg gerade ist. Und ich hab kein Feuerholz mehr, ne? Gut, hier können wir ja gleich mal einen Eisenbahn machen und einen Stein. Zwei Steine und hier noch zwei Steine. Let's go. Wird volle Pulle produziert und wir können uns indessen noch mal ein bisschen um Feuerholz kümmern. Wir haben natürlich auch Kohle, aber ich will die irgendwie nicht sinnlos verschwenden, ne? Komm. Vielleicht sollten wir die Kiste erstmal hier lassen. Können wir uns ja hier hinstellen, ne? So. Dann können wir die Steine da gleich herausnehmen. Dann können wir den Wagen mitnehmen und holen uns noch indessen ein paar Scheiter. Das ist, glaube ich, eine gute Idee.
wir holen uns einen dicken Baum. Wir brauchen dann halt Vitamine, ne? So. Hauen wir die Axt raus. Geht es hier los? Zack, zack. So, die sollten wir alle reinkriegen hier. Jawohl. So siehst du, dann können wir schon wieder los. Gut. Wir hier irgendwo Gemüse. So, da haben wir erstmal Vorrat. Ja, wir können auch eine Dose essen, ne? Da haben wir erstmal ein bisschen was am Start. Eins, zwei, drei, vier. So. Alles rein hier. So, dann können wir erstmal mit den Beeten weitermachen. Ja, Beet. Einmal. So gut, und hier werden wir uns den Platz freilassen, damit wir hier auch durch können. Nehmen wir uns den gleich mal, der ist eh leer. Passt gar nicht, ne? Doch, 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 doch. Okay, dann machen wir das so. Sehr schön. Was brauchen wir für die Bette? Oh, 8 Nägel, ne? Und 8 Bretter. Für eins. Echt? Okay. Okay. Kein Problem. Gar kein Problem. So, und dann holen wir es erstmal eine Dose. Trinken müssen wir auch schon wieder. Beete sind ganz schön teuer, ne? Nee, Quatsch. Neuner haben wir ja schon mal.
Aber gut. Also, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Nägel. Und jede Menge Bretter. Jede Menge Bretter. Gut, in Eisenbahn, da können wir uns eigentlich gleich noch Nägel machen. Können wir gleich Scheiter mitnehmen. Zack und zack. Kein Platz im Rucksack. Da ernsthaft? Das ist ja Wahnsinn. Da brauchen wir die ganzen Eisenbahnen erstmal, um Nägel zu machen, ne? Naja, gut. Wer A sagt, muss auch B sagen. Kriegen wir hin. Wir müssen essen, Leute. Essen nicht vergessen. Ist aber einfacher gesagt als getan bei der ganzen Arbeit, ne? Meine Herren. Der Durst ist schon mal gelöscht. Gut, wir futtern mal so eine Dose hier. Da sehen die Werte doch schon wieder ganz passabel aus. So, hier ist schon wieder fertig, ne? So, oh, Steine. Und den... Den nehmen wir uns gleich mit zum Nägel machen. So, Scheiter mitnehmen. Warum habe ich denn jetzt keinen Platz durch die Dose? Genau. So, da können wir hier schon mal was reinmachen. Und zwar kommt hier Mais rein. Und hier kommt... Ja, komm, Wassermelone. Die habe ich vorhin ganz übergesehen. Was ist denn das jetzt hier? Ach so. Im Winter kann ich gar nichts ansehen, ne? Ach, stimmt. Da war ja was, was mir nach der letzten Folge aufgefallen ist. Na super, dann haben wir das jetzt umsonst.
eingesät, also dafür ist dann wahrscheinlich das Gewächshaus gut, ne? Lol. Ja, das ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Das ist ein kleines Problem gerade. Ach je. Nicht gut. Hoffentlich ist der Winter bald vorbei, ne? Ach Mist, da habe ich das jetzt völlig umsonst angesät. Völlig umsonst angesehen, ne? Mein Gott. Das gefällt mir gar nicht. Ja gut, das Saatgut ist ja nicht so selten, ne? Also das ist ja eigentlich eher das Gegenteil. Aber da wissen wir wenigstens, für was wir das Gewächshaus brauchen. Für den Winter. Hat das einen Sinn? Na gut, die Stöcke werden wir noch mitnehmen. Und dann können wir ja das mit den Beeten auch erstmal lassen. Und können uns um das Ding hier kümmern, ne? So, da haben wir die Nägel und die Schrauben schon mal drin. 8 Bretter können wir auch noch reinmachen. Noch. So, dann haben wir schon mal die halbe Miete, ne? So, genau. Dann brauchen wir nur noch ein paar Eisenbahnen. Ein paar ist gut. Die Viere hier gleich noch mit. Oder 5. Das sind dann schon mal 6. Müssten dann 7 sein, ne? Ich glaube, einer ist schon drinne. Da hinten ist ein Reh. Wir brauchen eher Gemüse als Fleisch, ne? So, 7 sind drinne. Noch nicht mal ganz die Hälfte. Aber gut, das ist eben so, ne? Das ist so, wie es ist. Da müssen wir uns dann nachher Wasser auch aus dem See holen. Beziehungsweise der See ist ja zugefroren, wie es aussieht, ne? Der Winter macht es uns auch hier nicht gerade einfach. Okay, gerade fertig.
Sehr gut. Gut, dann haben wir die Hälfte schon mal drin. Tja. Dann würde es sich auf jeden Fall auch lohnen, einen Mineralextrahierer auch noch aufzustellen dann. Weil, ne? Wir brauchen ja dann auch jede Menge Steine, um daraus eben dann Sand zu machen. Ich glaube, das geht an der Werkbank, ne? Ist das so? Kleiner Stein mal zwei an der Werkbank. Zu was brauchen wir eigentlich den Schleifstein? Tierfett bestimmt nicht. Krokodilhaut. Bretter. Zement. Wird im Zementmischer hergestellt. Erfordert 10 Einheiten Sand und Lehm. Das sind die feuchten Ziegel. Ölschiefer. Der Mineralextrahierer auf Wüstenboden. Okay. Was haben wir hier? Lehmerde. Wird vom Lehmerdenextrahierer extrahiert. Er muss dafür auf dem Boden platziert werden. Ja, und dann? Was mache ich denn mit der Lehmerde? Wo ist jetzt der Lehm? Ich weiß, ich stelle mich gerade an wie der erste Mensch, aber das muss ja mal irgendwie abgecheckt werden, ne? Wo ist Lehm? Zement. Sand. Lehmerden extra. Ja, ich muss dafür auf den Boden setzen. Lehmerde. Warte mal, wir müssen ja auch noch mal schauen. Ist der Mischer. Das ist der Öldestillierer, Steinmühle. Benötigter Strom. 100. Zermalt kleine Steine zu Sand und Eisenbrocken. Aha. Jeder Stein liefert 10 Einheiten. Was? Oh Mann, den müssen wir uns als nächstes freischalten, glaube ich. Schleifrad schärft Stahl- und Eisenwerkzeuge. Okay. Reparaturbank. Repariert Kleidung, Rüstung und Ausrüstung. Die benötigte Technologie. Stahlbarren und 18-mal Schraube. Hahaha. Wo ist verdammt nochmal der Lehm? Ach hier, ne? Lehm. Kann durch Zerstörung eines bestimmten großen Felsbrockens auf der Karte erhalten werden. Kann außerdem Lehm aus Lehmerde. Kann außerdem Lehm aus Lehmerde herstellen, die vom Lehmerdenextrahierer extrahiert wird, wird an der Werkbank hergestellt. Okay. Einmal Lehmerde ist einmal Lehm. Okay, gut. Gut zu wissen. So, dann würde ich sagen, legen wir hier nochmal Steine rein. Und gehen auch langsam in den Feierabend. Ich denke mal, ich werde ein bisschen was zwischen den Folgen sammeln und zurecht machen. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, denn 8 Eisenbahnen, die lassen noch ein bisschen auf sich warten, ne? Mit absoluter Sicherheit. Bisschen Holz noch sammeln. So. Gut. Genau, ich glaube, so machen wir das. Und ja, ich hoffe, diese Folge hier hat euch trotzdem gefallen, ne?
Obwohl ja jetzt, sage ich mal, nichts Bedeutendes passiert ist. Aber, naja, wir haben neue Sachen so ein bisschen geplant jetzt. Sinnvolle Sachen. Wir haben gemerkt, dass im Winter die Beete uns hier nichts bringen. Dazu brauchen wir dann also das Gewächshaus. Und genau. Mit dem guten Stück hier sind wir auch noch nicht weitergekommen. Die Backsteinschmiede. Okay. Ich hoffe, euch hat es halt trotzdem gefallen, ne? Und wenn das so ist, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jede Neuigkeit, die hier online kommt, informiert, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Und das alles ist für dich völlig kostenlos. Und nur ein kleiner Klick. Bleibt mir gesund, meine Freunde. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Jens.